Yo, heyo Leute und damit herzlich willkommen, ja, zur nächsten Folge Clash of Clans Abonnentenbase Review. Und der erste Kandidat für heute ist der Nico aus dem Clan Hashtag keine Idee. Und der erste Blick sagt mir, es ist aus, als wenn es eine Maxed Out Town Hall 10 Base ist. Ich gucke jetzt gerade mal, Barbarenkönig machst du gerade auf Level 32, Queen ist schon auf Level 40. Die anderen Verteidigungsgebäude sind auch alle auf der Max-Stufe. Jetzt gucken wir erstmal, ob er ein harter Gamer ist oder ob das alles erfarmt ist. Respekt, Nico. 1.811.000.000 Gold hat er erfarmt. Und 1.479.000.000 Elixier. Gebt euch das mal bitte. Ich weiß es nicht, ob man da wirklich mit 1.811.000.000 wirklich das so weit bringen kann. Du kannst ja mal ehrlich in die Kommentare schreiben, ob du ja Gems nur benutzt hast, um zu boosten, oder ob du auch ein bisschen ja die Gold oder ja Elixier geholt hast für Upgrades etc. Ich gucke jetzt nochmal. Ja, die Truppen sind auch alle auf der Max-Stufe bis auf die Giesen und bis auf die Lava-Hunde und die ja auf die und die Valkyren. Aber die benutze ich selbst kaum, also Lava-Hunde und Valkyren, die benutzt ja eigentlich keiner so viel. Deswegen bin ich der Meinung, dass eigentlich Lava-Hund ja nur wichtig ist, wenn man mit Lava-Lunien angreift, also ja die typische oder eine der typischen Angriffsstrategien auf Champ momentan. Und ja, ich gucke jetzt mal wegen dem dunklen Elixier. Joa, läuft bei dir. 6.404.000 dunkles Elixier erfarmt ist. Ich will gleich mal gucken, wie viel ich an dunklem Elixier erfahren habe. Ich glaube, ich habe nicht mal diese Quest hier geschafft. Bin ich aber mir nicht ganz sicher. Das gucken wir nochmal zum Schluss. Schreibe ich mir mal ganz kurz auf, nicht, dass ich das vergesse. So, einmal kurz aufgeschrieben. Was passiert mir öfter, dass ich was mir eigentlich vornehme, aber dann wieder vergesse. Aber besser, ich schreibe es auf, anstatt dass ich vergesse. Und ja, ich gucke jetzt mal. Ansonsten von deiner Base sieht es ja, von den Verteidigungen kann ich daher nichts mehr zu sagen. Die sind ja alle auf der Max-Stufe. Vom Base-Aufbau. Aber eine Sache würde ich vorher noch gucken. Warst du schon Champ? Ja, natürlich. Okay. Die Frage hat sich eigentlich erübrigt mit diesem Dorf. Ja, vom Base Design her. Ich guck mal, ja, Inferno stehen relativ weit in der Mitte. Dunkles Elixierlager, Klamburg stehen auch recht weit in der Mitte. Die X-Bogen verteidigen auch eigentlich einen großen Teil der Base. Und Minenwerfer stehen auch eigentlich recht gut, nur dass die so ein kleines Tickchen weit außen stehen, gefällt mir nicht ganz. Aber sind immer noch sehr gut platziert, weil die mit ihrem Flächenschaden noch einen großen Teil der Base hier bewachen. Magiertürme stehen auch sehr dicht hier an den Lagern dran, das heißt, die beschützen die auch noch sehr gut. Luftabwehr steht auch recht gut positioniert, auch meiner Meinung nach ein kleines bisschen zu weit außen, aber durch die Level-11er-Mauer muss man auch erstmal durchkommen. Und zudem sind da ja auch noch Kanonen- und Bogenschützentürme davor, also denke ich mal, ist das da nicht das große Problem. Also allgemein gesehen, ich kenne das Space-Design jetzt nicht, aber ich glaube, das ist relativ gut in der Verteidigung. Ich denke mal, du wirst keine gewonnen haben, weil du ja eh gerade farmst, ja. Und die Saison hat ja eh auch gerade erst angefangen. Und ja, ich guck mal, mit was du denn gerade so angreifst. Ja, mit eigentlich relativ typischen Farmtruppen. Ich denke mal, mit den Schweinereitern probierst du dann in gewisser Weise irgendwie die Klamok rauszulocken oder ein paar Verteidigungen zu zerstören, die irgendwie deinen Truppen schaden können. Und Mauerbrecher ja auch, um ein bisschen reinzukommen, um sich noch ein paar Lager zu snacken. Und ja, ich gucke jetzt noch mal ein bisschen hier rum. Aber ich denke mal, zu deiner Base kann man nicht gerade mehr viel sagen, außer viel Lob. Und ja, muss sagen, wirklich
Congratulations an dich, dass du schon so weit bist. Ich denk mal, ich würde da irgendwann durchdrehen, die ganzen Mauern hier zu machen auf Level 11 und dann das dunkle Elixier zu erfahren. Und jetzt denke ich mal, bist du noch hier im Gange, deinen Barbarenkönig auch noch auf Level 40 zu bringen. Und dann gibt's da eigentlich keine Sachen mehr, die du hier wirklich erfahren kannst, bis auf ein paar Mauern. Ich denke mal, dann wirst du auch hochpushen und mal gucken. Ich denke mal, mit der Base. Und wenn du ein bisschen, ja, Skills im Angreifen hast, dann denke ich mal, sind für dich 4000 Pokale schon möglich. Und ja, das war's auch mit dem Kandidaten. Dann gehen wir direkt zum nächsten. So, der nächste Kandidat ist der Malgo Hero aus dem Clan Stammbaum. Rathaus Level 9, Level 9, was laber ich? Rathaus Level 8er. Ja, ist schon, glaube ich, ein bisschen, schon ein bisschen länger auf Rathaus Stufe 8, weil du hast von den Verteidigungsgebäuden schon alle auf der Max-Stufe, so wie ich es gerade sehe. Ja, Luftabwehr ist auf der Max-Stufe, Magiertürme und Minenwerfer auch. Ja, die Mauern bist du eigentlich für dein Level auch schon relativ gut mit dabei. Hast schon sehr viele auf Level 8. Und den größten Teil zwar noch auf Level 7, aber ich denke mal, da bist du jetzt gerade noch im Gange, dass du die so nebenbei machst, während du Pokale jagst, denke ich mal. Weil sonst würdest du deine Base nicht so aufbauen, dass dein Rathaus relativ zentral steht. Das ist ja eigentlich eine Pokaljagd-Base. Ich finde die eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut, weil, ja, Rathaus ist relativ weit in der Mitte, wird hier perfekt beschützt von den Magiertürmen und von den Minenwerfern und der Luftabwehr. Nur eine Sache gefällt mir wirklich nicht. Das muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. Also jetzt nicht irgendwie denken, jo, was sagt denn der jetzt? Aber das habe ich selbst früher nicht wirklich beachtet, dass hier Minenwerfer, Luftabwehr und Magierturm stehen hier direkt perfekt alle nebeneinander. Wenn da jemand jetzt sich denkt, jo, die stehen da so in einem Dreieck drin, ne? Und die kann man dann wirklich, ich sage jetzt mal, mit drei Blitzen auf der Max-Stufe sind die schon weg, auch schon zwei, kann ich jetzt gerade nicht abschätzen, weil ich habe die noch nicht auf der Max-Stufe. Aber dann kann er hier direkt drei wichtige Verteidigungsgebäude in deiner Defensive wegblitzen mit und ja, weil die halt hier mitten auf einem Haufen stehen. Musst du mal gucken, dass du die Magiertürme vielleicht noch ein bisschen weiter hier rüber ziehst, dass sie hier. Ah ne, ich denke mal, da stehen Tests. Also musst du mal gucken, aber ich würde die nicht so in einem Dreieck hier lassen, weil man die dann wirklich alle auf einmal wegblitzen kann. Ansonsten, ja, gefällt mir die Base auch noch ganz gut, dass hier halt so ein Zwischengang ist und dass dann hier wieder so eine Mauerreihe kommt und da jeweils eine Kanone drin ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, gegen Ballons hätte die Base nicht ganz so gut, weil man da leicht 50% holen kann. Aber ich glaube, darauf ist die auch gar nicht ausgelegt. Auf der Höhe greifen ja die meisten Leute eh noch nicht mit Ballons an. Das ist ja eher so auf der Höhe 2600 plus, also aufwärts. Ansonsten, ja, Base ist eigentlich ganz gut. Auch von den Verteidigungsgebäuden bist du ja gut mit dabei. Ich gucke jetzt nochmal von den Truppen her. Ja, sieht aber auch so aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann man Minions schon auf Level 5 machen mittlerweile? Ne, ich meine nicht. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Schreibt mir erstmal in die Kommentare, ob man Minions schon auf Level 5 machen kann. Ich meine nicht, aber da bin ich mir gerade nur 50-50 sicher. Ansonsten, ja, Barbarenkönig ist schon auf Level 8. Da geht ja maximal bis Level 10. Hat mir auch letztens jemand in die Kommentare geschrieben. Danke dafür. Bist ja auch gerade noch im Gang, den auf Level 9 zu machen. Nur, wenn du jetzt wirklich noch hart mit dem Pokal nach oben gehen möchtest, würde ich dir empfehlen, dass du Barbarenkönig, ja, während du am Pokale jagen bist, nicht unbedingt upgradest, weil der dir halt auch viel im Angriff helfen kann. Und deshalb, ja, habe ich auch mal so ein kleines Gespräch, ja, mit einem Clanmitglied aus meinem Clan gehabt, der mir das auch empfohlen hat, dass man ja nicht unbedingt die Helden upgraden sollte, wenn man gerade am Jagen ist. Und das ist auch wirklich eine relativ gute Idee. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht drauf gekommen bin. Ist halt nur so ein kleiner Tipp, wenn du jetzt mal wirklich viel höher mit den Pokalen gehst, war es ja schon mal 2100. Aber ich denke mal, da ist noch ein bisschen mehr drin. Kannst du mal schauen, wie weit es da bei dir noch nach oben geht. Ansonsten, Gold und Elixier hast du auch schon relativ viel erfarmt. Und ja, ich wünsche dir
noch weiterhin viel Spaß in Clash of Clans und ich hoffe, du nimmst dir deine Tipps, meine Tipps so ein bisschen ans Herz und stellst das ja am besten noch mal ein bisschen um, weil das ist eigentlich der einzige Mangelpunkt, den ich an deiner Base habe. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß in Clash of Clans und dann sehen wir uns gleich beim nächsten. So, der nächste Kandidat für heute ist Joni der Große aus dem Clan Landsberger 2.0. Du hast dich ja schon ein paar Mal öfter beworben, aber ich habe dich, wie gesagt, nie irgendwie in deinen Clan gefunden. Bist du ein kleiner Jumper, glaube ich. Will ich dir aber nicht unterstellen, aber immer wenn ich dich probiere zu suchen, bist du irgendwie nicht da. Ich habe dich jetzt auch nur durch Zufall in meiner Freundesliste gefunden. Also nochmal eine kleine Info an euch, wenn ihr ja öfter mal die Kläne wechselt, jetzt nicht beabsichtigt, sondern falls ihr vielleicht da ein bisschen Stress habt oder so, addet mich am besten in der Freundesliste, dann kann ich euch nämlich ein bisschen leichter finden. Ich habe da zwar ein paar Freunde, aber dann scroll ich da halt ein bisschen durch. Und wenn ihr dann die Kläne gewechselt habt, dann finde ich euch da auch direkt. Mein Gamecenter-Name ist natürlich in der Videobeschreibung und kann ich euch hier auch nochmal einblenden. Ist wie mein YouTube-Name, also Clash Games HD, könnt ihr mich gerne adden. Und ja, jetzt kommen wir direkt auch mal zu der Base von Joni. Ist auch ein Rathaus Level. Ja, mir fällt gerade ein, ich bin ja gar nicht mehr Rathaus Level 9. Er ist ein Rathaus Level 9er. Und ist auch schon relativ weit mit den Mauern. Ich kann gar nicht abschätzen. Ich glaube, das sind auch in etwa 100 Stück. Ja, es kommt in etwa hin. Ich denke mal, du bereitest dich jetzt auch gerade so ein bisschen vor, dass du bald auf Rathaus Stufe 10 aufsteigen möchtest, weil du hast hier schon einige Gebäude im Upgraden auf die maximale Stufe und dann bist du ja auch schon relativ weit, dann hast du ja alles hier auf der Max-Stufe. Wenn diese hier fertig werden, die beiden Bogenschützentürme und die beiden Kanonen sind ja meiner Meinung nach alle deine Gebäude auf der Max-Stufe, also alle deine Verteidigungsgebäude. Ansonsten ja, sind die anderen Sachen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach den Truppen. Schweinreiter sind noch nicht auf der Max-Stufe, aber wie gesagt, die braucht man momentan eher nicht so, weil kaum noch Leute mit Schweinreitern angreifen. Ist jetzt keine Begründung, dass man die nicht upgraden sollte, aber ihr kennt euch ja bestimmt noch an den Hype erinnern, wenn ihr so ein bisschen länger schon Clash of Clans spielt, dass Schweinreiter damals schon wirklich sehr overpowered waren und jetzt die so ein bisschen probiert, also Supercell probiert, die so ein bisschen runter zu patchen, auch durch die Skelettfallen und ja, alle weiteren Sachen in den Updates wurden auch so ein bisschen immer darauf hingearbeitet, dass die Schweinreiter nicht mehr so stark sind, weil die waren ja wirklich overpowered. Also musst du selbst entscheiden. Wie gesagt, wenn du auf Rathausstufe 10 upgraden möchtest, würde ich die noch auf die Max-Stufe bringen. Mir hat auch letztens jemand in die Kommentare geschrieben, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Das werde ich ja sehen, wenn es soweit ist, dass ich habe ja in meinem Rathausstufe 10 Video mein Labor auf die höchste Stufe gebracht und da war gerade noch mein Golem am Upgraden. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Er hat geschrieben, dass jetzt mein dunkles Elixier weg ist und dass der Golem jetzt auch nicht weiter upgraded wird. Ich hoffe mal, dass das nicht stimmt, weil das waren, glaube ich, meiner Meinung nach 80.000 dunkles Elixier und das ist ja schon eine ganz schöne Menge. Und wenn ich das jetzt wieder erfahren muss, dann bin ich da schon ein bisschen sauer, dass Supercell so geregelt hat, wenn es stimmt. Und ja, nur so ein kleiner Tipp an euch am Rande. Jetzt kommen wir wieder zur Base von Joni. Ich muss sagen, mir gefällt das Base-Design sehr gut, weil hier in der Mitte hast du eigentlich perfekt aufgestellt. Hier deine X-Bögen, dein dunkles Elixier-Lager, deine Klammburg und deine Helden, die hier die Mitte perfekt bewachen. Zudem stehen auch jeweils die Magiertürme so platziert, dass sie jeweils zwei Lager gut beschützen. Gefällt mir auch sehr gut. Eine Sache ist wieder hier so ein kleiner Kritikpunkt, dass hier halt die Minimap von die Luftabwehr so dicht beieinander stehen, dass man die, wie gesagt, auch wieder zusammen wegblitzen kann. Musst du mal gucken, ob du das vielleicht noch ein kleines bisschen ändern kannst, aber ist jetzt meiner Meinung nach so schlimm nicht, weil es halt nicht drei Sachen sind. Musst du halt selbst entscheiden, ob dir das so wichtig ist. Ist halt nur so ein kleiner Tipp am Rande. Ansonsten, ja, muss ich sagen, dein Base-Design ist echt wirklich gut. Hier deine Verteidigungsgebäude stehen auch ja, hier sehr gut platziert, dass hier so eine Art Doppelmauer ist und ja, ich denke mal, ihr wisst in einer gewissen Art, was ich meine.
Ihr könnt euch das Base Design ja jetzt gerade mal selbst angucken. Ich meine, das ist eigentlich auch relativ gut. Nur die eine Sache ist hier, dass das Elixierlager da ein bisschen weit außen steht. Das kann man so mit Bogenschützen hier recht schnell sich holen, obwohl ich ja auch im Minenwerfer und ein Magierturm ist. Aber ich glaube, man kann sich die beiden Lager da schon relativ schnell holen, wenn man ein paar Bogenschützen mit dabei hat. Und dazu bekommt man halt auch noch das Rathaus. Das Problem hatte ich mit meiner alten Rathaus in der 9er Base, dass mir da das Elixier immer relativ schnell geklaut wurde, weil es recht weit außen stand. Musst du selbst nochmal gucken, ob du das vielleicht noch ein bisschen tauschen kannst, aber kannst du ja erstmal so lassen, weil du hast momentan ja eh nicht so viele Ressourcen. Und ja, ich denke, das war's auch mit der Base von Yoni. Machst du weiter, wie du gerade im Gange bist, und dann sehen wir uns gleich beim nächsten. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt beim nächsten Kandidaten, das ist der Fam-Kellner aus dem Clan Spasten. Du bist bei 293 Pokalen. Entweder du bist momentan im Urlaub oder du hast gerade irgendeine Challenge am Laufen, weil ich habe ja mal so ein Video dazu gebracht, dass wenn ihr irgendwie im Urlaub seid und nicht unbedingt euch ein Schild kaufen wollt, dass ihr ja mit dem Pokal ein bisschen runtergehen könnt, weil wenn man ein bisschen weiter unten mit dem Pokal ist, so auf seiner Höhe, da sind ja wirklich nur noch so Clash Clans Anfänger, die nicht wirklich weit in eine Base reinkommen können, vor allem in eine Rathaus Level 10er Base mit Inferno-Turm auf Level 3, da trauen die sich gar nicht erst, dann nehmen die wenn überhaupt nur das Rathaus mit. Kannst du mir ja mal in die Kommentare schreiben, warum du so weit unten bist mit dem Pokal. Aber darauf gehe ich jetzt mal nicht weiter ein, sondern jetzt gucken wir uns erstmal seine Base an. Was mir direkt hier auffällt, dass du deine Verteidigungsgebäude hier ein bisschen auf unterschiedlichen Leveln hast. Du hast ja einen Minenwerfer auf Level 6, einen auf Level 4, einen auf Level 7 und einer Upgrade gerade noch auf Level 7. Ist ein bisschen komisch. Mein Tipp ist ja immer, dass man die alle in etwa gleichzeitig auf eine nächste Levelstufe hochziehen sollte. Weil die dann halt alle auf einem gleichen Level sind und dann nicht irgendwie eine Seite ein bisschen schwächer ist als die andere Seite. Zum Beispiel hier unten ist ja der Minenwerfer Level 4. Die Seite ist dann ein kleines bisschen schwächer, weil halt da der Flächenschaden nicht so groß ist wie zum Beispiel diese Seite hier. Na, dafür steht der Inferno hier so ein bisschen weiter in der Ecke und das kann damit schon ein kleines bisschen ausgeglichen werden. Aber was mir auch auffällt, dass du hier einen Bogenschützenturm Level 7 hast, hier ein Level 9 und hier ein Level 10. Ist auch wieder das gleiche Prinzip, wenn ja die alle auf einem Level sind, dann kann der Gegner sich nicht überlegen, ja die Seite ist ein bisschen schwächer, da gehe ich direkt rein, weil da ja zum Beispiel hier nur ein Bogenschützenturm Level 7 ist. Der macht jetzt zwar für ja Leute, die mit Farming-Trupps angreifen, keinen großen Unterschied aus, da würde eher so ein Minenwerfer also es würde die Entscheidung verändern, wo von welcher Seite er angreifen würde. So wenn zum Beispiel ich als Farmer hier den Farm-Kellner angreifen würde, würde ich wahrscheinlich von der Seite hier reingehen, weil ein Minenwerfer Level 4 kann Bogenschützen Level 6 nicht auf einmal zerstören. Und Minenwerfer Level 6 und Level 7 halt schon. Hier wäre dann halt noch die Sache, dass da der Inferno-Turm auf Multi ist. Deshalb hat man da nicht wirklich eine Chance, auch von der Seite reinzukommen. Ich weiß nicht, ob das von dir beabsichtigt ist, dass du das so gemacht hast, aber kann ja sein. Ansonsten muss ich sagen, zum Base Design ist eigentlich ganz gut, weil du hast hier in der Mitte ganz gut aufgestellt, hat deine Klamok in der Mitte, dunkles Elixier, deine beiden Helden, Inferno-Türme stehen auch in der Mitte und die Magier-Türme stehen ja auch wieder recht gut, jeweils mit zwei Lagern umschlossen und die können die da gut verteidigen, weil Magier-Türme und ja, Lager sind halt immer ganz gute Freunde, weil Magiertürme ja auch einen Flächenschaden machen und dann halt, wenn da zum Beispiel jemand mit Kobolden reinrennt, Magiertürme brauchen dann nur einen Schlag und dann sind die ganzen Kobolde direkt alle weg. Und vor allem, wenn du die dann auch noch bald mal auf Level 8 machst, weil das geht ja schon mit Rathaus Level 10. Ansonsten muss ich sagen, ich glaube, du bist ein bisschen zu früh aufgestiegen, weil du hättest vorher noch auf Rathaus Stufe 9 noch deine Luftabwehr und deine Bogenschützentürme auf die Rathaus 9 Max-Stufe bringen können, aber es ist jetzt, sind jetzt auch alles nur Kleinigkeiten, also ärgere dich jetzt nicht, dass ich das zu dir sage, es ist wirklich nur
So eine Kleinigkeit am Rande. Das kann man halt immer so machen, wie man es gerne möchte. Es gibt ja auch noch viel krassere Beispiele, die einfach so von Rathaus Level 1 auf Rathaus Level 10 hochgerusht sind. Und das halt nur so eine Kleinigkeit. Ansonsten muss ich sagen, dein Best gefällt mir im Allgemeinen recht gut. Machst du weiter, wie du momentan im Gang bist. Du bist ja auch gerade dabei, hier Sachen abzugraden. Also keine Angst. Deine anderen... Du gradest anscheinend zwei Sachen, aber ich sehe gerade nichts. Ich sehe nur, dass du hier den Minenwerfer upgradest. Wo ist denn hier noch was im Bau? Okay. Ah ne, ich habe gerade gedacht, hier kommen keine Schnarchzeichen raus. Aber du bist gerade nur eine Sache am Upgraden. Ich denke mal, du kannst ja jetzt wieder Gold sparen und dann mal gucken, dass du den Minenwerfer hier jetzt nächstes Mal machst und dann auch diesen Bogenschützenturm hier, damit du die Sachen mal in etwa auf einem Level hast. Ansonsten, sollte Rathaus Level 11 rauskommen, mach das erstmal noch nicht, sondern probier es ja erstmal noch mal hier deine Verteidigungsgebäude erstmal alle auf Rathausstufe 10 maxed out zu bringen. Also halt zum Beispiel hier den Bogenschützenturm auf Level 13 geht es ja inzwischen schon. Also nur so ein kleiner Tipp. Wie gesagt, muss ich jetzt ja nicht nochmal wiederholen. Aber ist auch wieder nur ein kleiner Tipp am Rande. Und ja, ansonsten wünsche ich dir auch noch viel Spaß in Clash of Clans. Ah, ne, eine Sache habe ich ja noch gar nicht geguckt. Und zwar hier deine Trupp-Upgrades. Ja, die sind auch so ein bisschen kreuz und quer upgraded. Weil du hast ja auch noch Barbaren Level 5, Bogenschützen Level 7, Kobolde Level 4 und deine Packers sind auch noch Level 3 und deine Drachen auch. Ist auch so ein bisschen Kuddelmuddel upgraded, aber ist ja auch nicht so schlimm. Wenn du halt nur mit Bogenschützen angreifst, dann kannst du halt, wie du möchtest, die auch nur auf die höchste Stufe bringen. Und ja, ich gucke jetzt nochmal, du greifst auch nur mit Bogenschützen an. Wie gesagt, nimm dir diese kleinen Tipps mal zu Herzen und mach erst mal die Sachen, die ich dir jetzt gesagt habe. Dann bist du schon mal auf einem guten Weg. Und ja, ich wünsche dir trotzdem weiterhin viel Spaß in Clash of Clans. Und dann gehen wir jetzt nochmal in meine Base zurück. Was habe ich mir ja aufgeschrieben? Ich wollte gucken, wie viel dunkles Eggs hier ich erfarmt habe. Ich habe erfarmt. Ja, ich habe die Quest noch nicht abgeschlossen. Ich habe 751.000 dunkles Eggs hier erfahren. Dann könnt ihr euch mal überlegen, meine Helden sind jeweils schon auf Level 19 und Level 17. Ich glaube, der Nico hat das wirklich alles erfarmt. Wie gesagt, nochmal Respekt an dich an der Stelle. Muss ich jetzt auch nicht mal so viel wiederholen, aber das mache ich halt gerne. Freut mich auch halt auch für dich, dass du so viel Zeit schon in Clash of Clans investiert hast. Und ja, ich denke mal, das Video beende ich dann auch mal an der Stelle. Wir sind jetzt schon bei über 25 Minuten, also eine relativ lange Folge heute. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen, auch wenn ihr diesmal nicht mit dabei wart. Schreibt trotzdem wieder fleißig Kommentare fürs nächste Abonnenten-Base-Review. Ich bin raus, Leute, habt noch einen schönen Tag, haut rein, ciao!